Wo fängt Leadership an? Das hat vorhin bei der Anmoderation jemand gesagt, für mich fängt das bei einem selber an. Wenn Sie nicht mit sich klar sind, wer Sie sein können, und zwar nicht diese Idealvorstellung, dass man sagt, ich möchte gerne so sein wie. Nein, Sie müssen wissen, wer Sie sind, und dann müssen Sie die beste Version von sich selber werden und das gut finden. Ja, Leadership Bingo. Ich glaube, Sie kennen alle Bingo. Bingo, das ist ein Spiel, da kriegen Sie eine Karte mit Zahlen drauf, sind im Raum mit vielen Leuten und dann ruft jemand die Zahlen und wenn Sie eine gewisse Zahlenreihe haben, dann schreien Sie Bingo. Was hat das mit Leadership zu tun? Was hat das mit Leadern zu tun? Wenn Sie Leader googeln, dann kommen da Wörter wie Kommandant, Führer, Boss. Das ist aber nicht Leadership. Viele Leute verwechseln auch Leadership mit Management. Manager sind keine guten Leader und gute Leader sind oft auch keine guten Manager. Der Idealtyp ist es ein Leader-Manager, aber den findet man nicht. Was muss jetzt ein Leader haben? Was sind für Eigenschaften, die ich glaube, bei einem Leader richtig vorhanden sein sollen? Erstmal muss ein Leader eine Vision haben und nicht nur für sich selber. Der muss das irgendwie schaffen, dass die anderen Leute die Vision auch verstehen. Der muss irgendwie die Vision rüberbringen. Er muss eine Motivation haben, selber, aber er muss andere motivieren können, Sachen zu tun, diese sogenannte extra Mile zu gehen. Er muss kreativ sein, kreativ einmal ein Umfeld zu schaffen, dass andere Leute kreativ sind, aber auch kreativ sein, die richtige Lösung zu finden. Und die richtige Lösung ist nicht hot und sexy und noch nie da gewesen, sondern die richtige Lösung ist ganz schlicht und ergreifend, was ich gesagt habe, die richtige Lösung für das Problem. Ein Leader muss eins haben, das ist emotionale Intelligenz. Er muss Empathie haben. Das ist die schwierigste Sache. Bei ganz vielen Menschen ist das, was sie vom Leadership weghält. Emotionale Intelligenz lässt sie Beziehungen aufbauen, feste Beziehungen mit Menschen, wo es vielleicht teilweise gar nicht so klappt. Aber Menschen müssen ihnen vertrauen können als Leader. Wenn sie keine emotionale Intelligenz haben, nicht auf Menschen zugehen können, Menschen ihnen nicht vertrauen oder ihnen nicht trauen, dann werden sie nie ein sogenannter Leader werden, weil sie keine Menschen führen können. Sie können nur Menschen führen, wenn die Menschen ihnen vertrauen. Ein Leader muss absolut authentisch sein. Es macht keinen Sinn, wenn sie versuchen, irgendetwas zu sein, was sie nicht sind. Also es gibt Menschen, die sind schüchtern, die können aber trotzdem Leader sein. Es gibt Menschen, die sind charismatisch, die sind sehr gute Verkäufer, aber alles, was sie erzählen, ist eigentlich so eine heiße Luftblase, sind also eigentlich keine guten Leader. Also gute Leader müssen authentisch sein und müssen auch dazu stehen, wer sie sind. Gute Leader müssen sich in Dienst der Sache stellen. Es geht bei Leadership nicht darum, dass man etwas macht, um danach zu glänzen, sondern man macht etwas, um der Sache zu dienen und dem Dienst, dem Team zu dienen. Leadership hat natürlich was mit Führung zu tun. Und Führung heißt nicht vorne. Führung heißt zu wissen, wann man nach hinten geht und die anderen machen lässt. Das finde ich immer persönlich ganz wichtig bei Führung, dass man weiß, wenn man den anderen aus dem Weg gehen muss und nicht immer vorne die Fahne halten. Dann manchmal muss die Fahne hinten sein und nicht vorne. Ein Leader muss immer ein Vorbild sein. Sie können nur ein Vorbild sein, wenn sie das, was sie sagen, auch leben. Es gibt viele Menschen, die von anderen Sachen verlangen, die sie selber nie machen würden. Ein Leader muss Verantwortung übernehmen. Sie müssen nicht nur Verantwortung übernehmen, wenn es denn gut läuft, sondern ganz wichtig ist, wenn es schlecht läuft. Wenn es Probleme gibt, wenn es Failure gibt, dann müssen Sie Verantwortung übernehmen, weil Sie müssen die Verantwortung übernehmen und Ihr Team zusammenhalten. Da kommt die Führungskraft raus, die es schafft, in Problemen das Team zusammenzuhalten. Wenn es richtig hart wird, dann zeigt sich Führungsstärke. Ein Leader weiß auch, was falsch und richtig ist. Und das wissen die meisten Menschen sowieso. Was den Leader unterscheidet ist, der lässt das Falsche sein und macht das Richtige. Wie gesagt, wir wissen alle, was falsch und richtig ist, aber das Falsche sein zu lassen und das Richtige zu tun, das braucht manchmal sehr viel Stärke. Ein Leader hat Ansprüche an gewisse Qualität, an gewisse Level, was er von anderen möchte und vor allem, was er selber bringt. Ein Leader hat auch die Fähigkeit, ein Team zu bauen. Sie müssen, wenn Sie eine Aufgabe haben, können Sie nicht nur alles Leute haben, die Ihnen passen oder Leute, die sind so wie Sie, sondern Sie müssen ein Team zusammenstellen, was vielleicht gar nicht funktioniert. Ein Leader ist so ein bisschen, ich sage mal, das Öl im Getriebe, das ist ein Leader. Sie müssen sehen, dass der Laden läuft und manchmal müssen Sie dann auch Menschen zusammenbringen, die vielleicht gar nicht so zusammenpassen, aber Ihre Aufgabe ist es, dass diese Menschen zusammen sein wollen. Dann hat ein Leader auch die
Fähigkeit, Risiko einzugehen. Und Risiko bedeutet nicht, nach vorne zu stürmen, von der Klippe zu springen, sondern Risiko bedeutet, wenn man sagt, wir wollen durch diese Wand, dann hat ein Leader einen Hammer und einen Helm. Dann funktioniert das Ganze. Also Leadership ist nicht Position, das ist nicht Geschlecht, das ist nicht Alter, das ist nicht Hautfarbe, das ist nicht Ausbildung, das ist auch nicht reich sein, das ist auch nicht schön sein, das ist auch nicht talentiert sein. Das ist nicht Leadership, das gehört nicht in diesen Themenbereich. Ein Leader hat diese ganzen Fähigkeiten, die ich Ihnen gesagt habe, und er kann diese Fähigkeiten oder sie kann diese Fähigkeiten modulieren. Sie weiß zum Beispiel oder er weiß zum Beispiel, bei dieser Person brauche ich 70% Führung und nur 10% Empathie. Diese Person ist selbstbewusst. Und bei diesem Team muss ich ganz stark kreativ sein, weil sonst funktioniert es nicht, aber ich brauche hier keine Führung, weil die werden zickig unter Führung. Also diese Skalen zu spielen, das ist Leadership. Wenn Sie das können, dann können Sie das alles anwenden. Von allen 100% zu haben und immer 100% in das Team reinzugießen, das funktioniert nicht. Dabei überfordern Sie sich und andere und funktionieren wird es nicht. Wo fängt Leadership an? Das hat vorhin bei der Anmoderation jemand gesagt, für mich fängt das bei einem selber an. Wenn Sie nicht mit sich klar sind, wer Sie sein können, und zwar nicht diese Idealvorstellung, dass man sagt, ich möchte gerne so sein wie, nein, Sie müssen wissen, wer Sie sind und dann müssen Sie die beste Version von sich selber werden und das gut finden. Sie müssen damit glücklich sein, die beste Version von sich selber zu sein. Sie können nicht Ihr Leben damit zubringen, jemand anders sein zu wollen oder so gut wie jemand sein zu wollen. Das ist verschwendete Energie. Seien Sie sie selber, finden Sie heraus, wer Sie sind und vor allem mögen Sie sich mit all Ihren Fehlern und all Ihren Stärken. Die Fehler, die Sie teilweise haben, mögen andere als Stärke sehen. Also nehmen Sie sich an, umarmen Sie sich, seien Sie nett zu sich selber und seien Sie nicht netter zu anderen als zu sich selber. Das macht keinen Sinn. Dann müssen Sie wissen, wie Sie auf andere wirken. Dieses Foto, was Sie da sehen, auf der linken Seite ist es, wie die Frau sich selber im Spiegel sieht und auf der rechten Seite ist es, wie die Frau von Ihnen oder von mir gesehen wird, wenn wir ihr ins Gesicht gucken. Das vergessen viele. Das ist genauso mit der Stimme. Viele wissen gar nicht, wie ihre Stimme eigentlich bei anderen ankommt, weil sie hören sich selber nicht reden. Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie sich mal aufnehmen und Sie hören Ihre eigene Stimme, das ist so ein bisschen fremd. Oder viele, wenn Sie Ihr eigenes Foto sehen, das ist so ein bisschen anders, weil die Person kennen Sie so eigentlich nicht, weil Sie die Person so nicht sehen und nicht hören. Das ist diese Wirkung auf andere, das ist ganz wichtig für Empathie. Sie müssen wissen, wie andere Sie wahrnehmen. Wenn Sie eine Führungskraft sein wollen und Sie haben eine hohe, piepsige Stimme, das ist eine Schwäche, dann müssen Sie sich damit auseinandersetzen, weil wenn Sie in einem Team etwas sagen und Sie haben diese piepsige Stimme, da haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie müssen mehr Kompetenz bringen, um das auszuleveln, oder Sie ändern Ihre Stimme. Viele Menschen, die öffentliche Redner sind, also viele, die reden, haben einen Stimmcoach und die passen ihre Stimme an zu einer Resonanzstärke, was bei den meisten Menschen ein positives Gefühl gibt. Also seien Sie sich bewusst, wie Sie wirken und versuchen Sie es zu ändern. Wenn Sie es nicht ändern können, wenn Sie es akzeptieren, dann akzeptieren es andere. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du dich selber nicht magst, warum sollte es jemand anders tun? Also versuchen Sie, mit sich selber klarzukommen und finden Sie sich selber, bevor Sie andere finden. Leadership hat auch was mit Ego zu tun. Ein Leader macht zwei Sachen nicht. Er versucht nicht, andere mit PR, Marketing zu beeindrucken. Der lässt sich nicht von diesen Insignien der Macht und des Einflusses beeindrucken. Aber er versucht es selber auch nicht. Es ist total wichtig, wenn Sie Leadership sehen oder wenn Sie Leader suchen, dass Sie wirklich gucken, was ist hinter der Fassade, was ist da wirklich, was ist für Sie wichtig bei diesen Menschen. Das ist ein Spruch, was viele Menschen, die Einfluss haben, zu anderen Menschen sagen. Do as I say, not as I do. Also tu das, was ich dir sage, aber mach mich nicht nach. Das sehen Sie bei vielen Politikern, wo wir teilweise frustriert sind, dass sie uns andere Sachen sagen, als sie eigentlich tun. Das ist die erste Grenze, die Sie ziehen sollten bei sich und bei anderen. Wenn jemand nicht authentisch ist und Ihnen diese Message gibt, das kann niemand sein, der ein Leader ist, das kann aber auch niemand sein, der für Sie ein Rollenmodell sein kann. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele dazu. Es gibt
Es gab für mich, als ich jung war, gab es zwei Menschen, die mich beeindruckt haben. Und was ich aus dieser Geschichte gelernt habe, ist, ich habe keine Rollenmodelle mehr und ich habe keine Vorbilder mehr, denen ich nicht mindestens 30 Minuten ins Auge gesehen habe, mit denen ich mich 30 Minuten unterhalten habe. Mahatma Gandhi, viele von Ihnen kennen ihn. Er ist ein Nationalheld. Wenn man über ihn sich mit ihm näher beschäftigt, Mahatma Gandhi hat selber in seinem Buch geschrieben, dass er mit seiner Sexualität Probleme hatte. Er hat zum Beispiel, als sein Vater im Sterben lag und er bei seinem Vater war und auf den Tod des Vaters gewartet hat, konnte er seine sexuellen Wünsche nicht unterdrücken und er hat es vorgezogen, mit seiner Frau zu schlafen. Während er mit seiner Frau geschlafen hat, ist sein Vater gestorben. Steht in seinem Buch. Er hat eine andere Sache gemacht. Er hat danach, er hat mit Zölibat und mit Enthaltsamkeit experimentiert und hat seine Nichte Manuba über Jahre genötigt, mit ihm nackt zu baden und nackt zu schlafen. Nicht nur sie, sondern auch andere Mädchen. Manuba hat darüber gesprochen. Sie war dadurch schwer traumatisiert ihr Leben lang. Aber die sogenannten indischen Leader haben alles getan, dass das nicht in die Öffentlichkeit kam. Eine andere Person, die mich sehr beeindruckt hat, war Mutter Teresa. Mutter Teresa, wissen Sie, hat sehr viel Sachen gemacht für die Armen. Was hat Mutter Teresa aber in diesen Zentren gemacht? Sie hat gesagt, wir wollen den Armen keine Schmerzmittel geben. Warum nicht? Wenn sie leiden und ihr Leiden so annehmen und so stark leiden wie Jesus, ist das gut für die Welt. Das hat Mutter Teresa gesagt. Als es bei Mutter Teresa soweit war und sie palliative Hilfe brauchten, war sie in einem amerikanischen Krankenhaus. Also für sich selber hat sie diesen Level nicht angelegt. Ich sage nicht, dass diese Menschen nicht tolle Sachen gemacht haben. Nur ich bewundere sie jetzt für die tollen Sachen, die sie gemacht haben. Aber ich weiß auch von diesen anderen Sachen. Und diese Idealisierung und diese Idolhaltung, die habe ich bei Menschen nicht mehr. Mich fragen oft Menschen, was ist eigentlich dein Favorite Management-Buch? Und mein Favorite Management-Buch und eigentlich das einzige Buch, was ich wirklich immer gerne mir wieder vor Augen führe, ist des Kaisers Neue Kleider. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist eine Geschichte von zwei Betrügern, die sind zu einem Kaiser gekommen und haben gesagt, wir können ganz tolle Stoffe weben, ganz tolle Kleider machen, die kann man aber nur sehen, wenn man des Amtes würdig ist und nicht dumm ist. Und dann haben sie diese Stoffe gewebt, haben den Kaiser angezogen, der Kaiser war nackt, hatte nichts an. Und dann hat der Kaiser seinem Hofstaat diese neuen Kleider vorgeführt und keiner aus diesem Hofstaat hat gesagt, hey, du bist ja nackig, du hast ja gar nichts an, sondern auch dieser Hofstaat hat aus Eitelkeit oder aus Unsicherheit gesagt, okay, wenn der das sagt, dass das Kleider sind, also wir sind ja nicht doof und wir sind des Amtes würdig, also tolle Kleider, haben ihn beklatscht. Und dann sind sie rausgegangen und haben die Kleider dem Volk vorgeführt. Das Volk war erstmal ein bisschen sprachlos, bis dann ein kleiner Junge sagte, ey, der ist ja nackig. Und worauf das ganze Volk gesagt hat, stimmt, der ist ja nackig. Der Kaiser hat das trotzdem durchgezogen mit der Parade. Was ist die Quintessenz der Geschichte? Für mich, ich will immer dieser kleine Junge sein. Ich will immer dieses Fragen stellen. Und wenn ich dadurch Status oder Job oder was auch immer verliere, vielleicht auch Freunde, dann ist es nicht was, was ich haben wollte. Dann ist es auch gut so. Team. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, dass man das Team führt. Es ist viel wichtiger, dass Sie im richtigen Team sind. Wenn Sie in einem Team sind, dann können Sie Ihren Beitrag leisten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen Komponisten kennt, Gershwin. Der wurde mal gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem richtig guten Orchester und was ist der Unterschied zwischen dem besten Orchester? Und er hat gesagt, es ist nicht die erste Geige, die den Unterschied macht. Es ist die zweite Geige. Die zweite Geige macht die Harmonie im Orchester und ohne eine richtig gute zweite Geige ist die erste Geige nichts wert. Ich habe mich damit entschieden, ich bin immer die zweite Geige. Ich weiß nicht, was Sie in Ihrem Leben planen, aber ich wollte abschließen mit einem Zitat von Drucker, einem Management-Guru, den ich bewundere, der immer gesagt hat, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten einzusehen, dass es nur wirklich eine Person gibt, die sie managen müssen und managen können. Das sind sie selber. Und wenn sie das können, bingo.